Ich stelle dir in diesem Erklärvideo ein kleines Projekt vor, und zwar, wie man ein Spiel mit Scratch programmieren kann. Und das Spiel siehst du bereits vor dir. Das ist ein Labyrinth, durch das Scratch laufen soll. Und das möglichst schnell. Dafür gibt es die Stoppuhr unten. Und er sollte dabei nicht die Wände berühren. Denn wenn er die Wand berührt, dann schreit er Aua und wird zum Startpunkt zurückversetzt. Berührt er die Wand, siehst du im Highscore, dass dieser um 150 Punkte reduziert wird. Nach 30 Sekunden kommt ebenfalls eine Reduktion des Highscores zustande, nämlich 50 Punkte weniger. Es geht wirklich auf Zeit und oben links siehst du die Anzahl der Versuche, die Scratch gebraucht hat. So, um diesen Highscore ins Positive zu bringen, kann Scratch Punkte sammeln, indem, wie für Katzen manchmal typisch, steht Scratch auch für auf Fische und kann diese Fische berühren. Dann schreit er lecker und sammelt 100 Punkte. Und dies kann er mit allen Fischen tun, die auf seinem Weg liegen. Ziel ist es, ihn aus dem Labyrinth herauszuführen, und zwar oben rechts soll er das Fischglas erreichen und das ohne die Wand zu berühren. Ich wünsche dir viel Spaß, das einfach mal selbst auszuprobieren. Und dafür wirst du mit Sicherheit einige Zeit brauchen, um ein solches kleines Spiel kreieren zu können.